Und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed. Ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder den Weg hierher gefunden hast. Das freut mich doch ganz besonders. Und ja, willst du nichts verpassen, einfach Abo da lassen, Glocke aktivieren, kommentieren, liken etc. pp. Und schon läuft das Ganze hier. So, wir haben das jetzt hier angeschlossen. Jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier weiterkommen. Beim letzten Mal haben wir das jetzt hier soweit vernetzt alles. Schrecke steht im Großen und Ganzen. Jetzt brauchen wir natürlich noch Zubringer und Abführer. Aber auch das kriegen wir gleich hin. Und wir brauchen natürlich Strom. Den ist... die Übersicht gerade wieder. Ja, dann machen wir es mal so. Zack. Und dann sehen wir mal zu, dass wir das hier auch rankriegen. Wir brauchen nämlich nur dahin. Dann haben wir die ersten Connections. Und die anderen können das in die Lager dann verteilen. In der City etc. pp. So, okay. Verkehrtes Gleis angeschlossen. Ich Hammelkopf. Ich Hammelkopf. Wenn dann so. So, jetzt passt es. So ist gut. Alles klar, so, dann hat die Strecke jetzt auch schon mal Strom. So weit, so gut. Strom ist da. Schön. Jetzt heißt es, das Ganze hier voll zu machen. Beziehungsweise wir brauchen erstmal das hier noch. Das werden wir gleich nochmal ändern. Und zwar ganz alt. Mach weg. So, dann machen wir nochmal ganz weg hier. Das bauen wir nochmal schnell um. Dass wir das vernünftig hinbekommen. Sollen wir das mal anfügen? Mehr Zulauf. Sozusagen. Und dann gehen wir hier nämlich drauf. So, machen wir es nämlich so. Passt, wackelt und hat Luft. So. Also. Du sollst da so rein. Und du sollst da so raus. Sollst das so haben. Sollst das so haben. Und du bitte in die Richtung dann so. Beziehungsweise, wenn der dann hier drinne steht, ist das doof. Wo ist denn eine Zufahrt? Ja, das kann man eigentlich... mal wegnehmen. Unnötig. Letzte Chance zum Kauf. Ja, mal wieder. Das kennen wir. So, Gleise. Also, mein Freund. Dahin. Willst du da rein? Genauso willst du hier rein. Kann hier kein Signal setzen, natürlich nicht. So, passt. Dasselbe müssen wir hier auch machen. Und hier nochmal ein Chain-Signal. So, passt. Sollte laufen. Okay. Also, wir brauchen auf jeden Fall Arbeiter da oben. Das heißt, wir brauchen einen Personenzug. Den holen wir uns von hier aus. Da haben wir nur einen Zementtank. Machen wir ein bisschen langsamer. Zugverband. Triebzug. 325 Passagiere. 100 km/h. 416 Passagiere. 120 km/h.
Cargo-Triebzug. 605 Passagiere, meine Güte. Das ist ja Wahnsinn, aber 100er sollte doch eigentlich reichen, oder? 325, brauche ich da so viele? Komm, wir holen uns den mal. Schicken den mal auf die Reise. Ich hoffe, der kapiert das auch, wie ich das will. Nicht, dass der hier irgendwelche Probleme bekommt. Weil ich glaube, der kriegt hier nämlich Probleme, denn der kann hier wahrscheinlich nicht wenden. So wie ich die Sache sehe, sagen wir mal ganz kurz. Denn die Signale sind ja eindeutig. Er kann da nicht rüber. Er wird da nicht fahren können. Das heißt, ich muss den irgendwie hier auch noch dran bekommen, es sei denn, er darf von hier aus rüber. Könnte er machen. Wäre aber mehr oder weniger dasselbe in Grün, oder? Okay. Chain. Chain dort. Chain dort. Das ist das. Das ist okay. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das jetzt vorstelle. Ich habe ja so... Der brennt schon wieder ein Gebäude, das ist ja Wahnsinn. So, theoretisch. Was ist denn hier schon? Nächste Feuerwache wurde alarmiert, das ist klar. Lass mal gucken, hinten, Pipeline. Pumpe. Feuerwache kommt, okay, von dort aus. In Ordnung. Ansonsten hätte ich gesagt, ich werde hier nämlich auch losfahren können. Strom ist da, das läuft hier, also ordentlich. So wie es sein soll. Sehr schön. So, theoretisch. Schauen wir mal ganz kurz. Neuer Stop. Ist ja eigentlich Hose wie Jacke, wie sie halten. Erst dahin. Aber keine Passagiere, keine Studenten und dann dahin. Bin gespannt, ob er das rafft. Schaut so aus. Mal gucken, was er macht. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo kommt er? Da kommt er, angefahren. Das sieht doch cool aus. Also hier ist richtig Hochbetrieb gerade. So, lass mal fahren. Bin gespannt, ob das so funktioniert. Und auf jeden Fall brauchen wir da oben nochmal eine Feuerwache. Also er fährt erst hier hin. Ich hoffe, dass die hier sich nicht kabbeln. Der da wartet in der... In der, in dem Gleis. Lass mal kurz gucken. Ja. Kann ich das Chain-Signal auch ein bisschen vorsetzen noch? Nein, kann er nicht. Okay, das ist nicht weit genug. So, das ist schon mal gut zu wissen und gut zu sehen. Nehmen wir das nochmal weg. Nehmen den auch nochmal weg. Dann kannst du erstmal fahren. Ich hoffe nach links, mein Freund. Ich hoffe, du fährst nach links durch. Guter Junge. Sehr schön. Machst du gut. Anständig. Aber dann müssen wir das nochmal verlängern hier. Das ist noch nicht top. Oh, auch das ist kein Problem. Einfach ein bisschen länger.
Kein Thema. Kann das mal weg, dann kann das weg. Also, dann ziehen wir dich einfach so ein bisschen lang. Nein, da nicht anschließen. So, dahin, danke. Und dann gehen wir hier rauf. Dann haben wir auf jeden Fall genug Abstand zu der ganzen Sache. So, okay, dann kriegst du hier eins. Da eins. Da eins. Den kommt da, der kommt da und... Na. Der kommt da. Sollte passen. Dann können wir uns das hier nämlich sparen. Und das hier eigentlich auch. So. Lass mal schauen, ob das jetzt klappt. Die fahren da lang. Der fährt jetzt hier oben lang. Ziemlich langsam. Wir fahren mal, geben mal ein bisschen Gas. Will mal sehen, dass das hier klappt jetzt. Dass hier was produziert wird. Er hat natürlich noch nichts an Bord. Ist klar. Fährt jetzt erst los. Und ich hoffe, dass die sich jetzt hier nicht kabbeln. Und dass der eine ausreicht. Wir werden es sehen. So, der kommt an. Jetzt wird es dunkel. Und bleibt der zweite. Der kommt, müsste jetzt hier hinten kommen. Ah, der ist schneller. Der gibt auch mehr Gas. Das sieht man. Jetzt kommt der. Jetzt fährt er hier rum. Alles gut soweit. Das macht er gut. Hält jetzt. Kriegt jetzt grün. Okay, die werden sich, so wie es aussieht, nicht in die Wolle bekommen. Mal gucken, wenn dann noch einer kommt. 44 hat er mitgenommen. Der nächste kommt. Wartet brav, bis der hier passiert hat. Okay. Sollte klappen. Alles klar. Dann machen wir nämlich nochmal das nächste. Okay, der wird betankt. Dann machen wir nämlich das nochmal das nächste. So, Triebzug war das. Triebzug. Zugverband. Der hier war das, ne? Aus Polen. Schicken wir dann nämlich zwei drauf. So, Fahrsch. Kopieren. Feuer frei. So, lass mal gucken. Also hier ist richtig Gas drauf. Da kommt der nächste. Fährt rum. Fährt hier lang. Fährt durch. Ist okay. Kann er machen. Und der fährt jetzt da lang. Lädt jetzt ein. In der Hoffnung. Ja, macht er gut. Der muss warten. Muss er warten. Und jetzt haben wir eine Blockade. Gut, dass ich es getestet habe. Und jetzt fährt er weiter. Warum hat er jetzt gestoppt und ist dann... Muss ich nicht so ganz nachvollziehen. Der nimmt wieder welche mit. Der hat 52 dabei. Oder hat er hier wegen dem weil es zu wenig Signale waren. Ich glaube, es sind zu wenig Signale für den Zug hier. Blocksignale. Ja, kaum Signale. Halt, das hier ist auch verkehrt. Genau, wir müssen ja noch mal ein paar Signale setzen. Damit das hier in Blöcken aufgeteilt ist.
Passt soweit. Okay, dann machen wir auch noch mal eins. Dann gibt es hier auch noch mal eins. So, kriegen wir dich dahin? Alter, hier überall nur, ich höre hier nur, Züge durchbrettern. Echt krass. So. Im Großen und Ganzen sollte das jetzt laufen. Ich guck mal, ob da schon was produziert worden ist. Ja, Ziegel kommen schon mal an. Aber nur Ziegel. Warum werden noch keine Platten gebaut? Keine Arbeiter. Warum nimmt ihr keine Arbeiter? Freunde der Sonne, warum habt ihr keine Arbeiter? Warum habt ihr gerade keine Arbeiter? Weil die noch nicht angeschlossen sind? Normalerweise müsstet... Ja, okay, ich sehe schon. Ich sehe das Problem. Ich sehe das Problem. Ich hab's schon mitbekommen. Kommen hier nicht rüber. Ich hoffe, es klappt jetzt, dass wir von der Entfernung noch rankommen. Bitte, bitte, bitte. Ja, eigentlich müsste es gehen. Wir müssten jetzt auch Arbeiter bekommen. Dann können wir endlich Platten Gas geben. Gebäude ist ohne Strom. Oh, wir haben Stromschwankungen hier? Ernsthaft? Was ist denn los hier? Gerade echt heftig. Keine Arbeiter. Warum haben wir gerade warum haben wir Stromschwankungen? Frage ich mich gerade. Okay, jetzt wird produziert. Wird hier schon exportiert? Noch nicht. Ist noch nicht voll. Aber dass wir jetzt hier Stromschwankungen haben, war heftig. Das wundert mich jetzt doch. Oh, neue Lok. Warum haben wir jetzt hier Stromschwankungen? Wir haben doch extra das Ding so angeklemmt. Und da brauchen wir nochmal ein bisschen mehr Druck hier. Nochmal mehr, nochmal einen großen Verteiler, dass wir nochmal mehr Dampf ranbekommen. Ich glaube fast ja. Sollten wir mal gucken. Warte mal kurz. Den großen Hochspannungsschalter. Können wir ja eigentlich mit hier ranpacken. Es würde zumindest von der Größe her auf jeden Fall passen, dass wir hier nochmal was ranbekommen und dann. Ja, größentechnisch passt es. Vielleicht können wir es so ein bisschen drehen. Hier hinten hinpacken. Nicht ganz so auffällig. Dann gehen wir von hier aus nämlich raus. Oh, bringen den an. Der hat ja auch keine Verbindung hier, sehe ich gerade. So, zack. Dann holen wir uns jetzt den Strom von dem da hinten nochmal. Dass er das hier auch noch ein bisschen mit versorgt. Und dann klemmen wir den anderen damit ran. Ist hier schon was eingelagert? Nee, wir haben noch gar keine Dings. Alles klar. Eins nach dem anderen. Okay, lass mal kurz gucken. Also, wir nehmen jetzt den Schalter. Haben wir hier eine Straßenanbindung? Haben wir auch noch nicht gebaut. Himmel hilf. Kommen wir da durch. Hier ist ja alles Industriegebiet, deswegen... gehen wir hier mal weiter. Na! Bauen jetzt den Transformator hier ran. Mod. Nein, Standard. Zwacken hier nochmal was von ab.
Ja, dann haben wir hier nämlich vielleicht auch noch mal die Bahn dran. So, dann nehmen wir mal ganz kurz das hier weg. Bringen den hier dran. Der kommt da dran. Straße. Zu scharfe Kurve, ich werde irre. Jetzt passt es. So, das passt. Jetzt ziehen wir nochmal eine Leitung nach da drüben. Und dann sollte das Stromproblem eigentlich passé sein. Theoretisch. Hm. Ach Quatsch, was mache ich denn? Obwohl, es war eigentlich gar nicht so doof. Ach, verdammt. Jetzt. So, und dann haben wir hier Saft drauf. Gebäude ist ohne Stromversorgung, weil irgendwo wieder hakt. Ja, ich sehe es auch. Hier hakt es. Hat sich nicht verbunden. Bahnübergang nicht erlaubt. Warum denn nicht? Was ist denn da? Passt es jetzt? Jetzt ist Strom da. Sehr schön. Okay, jetzt können wir nämlich den Transformator hier mit anschließen. Dann müssten wir aber auch genug Saft drauf haben. Den Verteiler, den haben wir doch irgendwo hier noch dran geklemmt gehabt. Der war hier, ne? Genau. Da war der Verteiler. Lass mal schauen. Halt. Langsamer. Jetzt haben wir hier den, nur den. Jetzt müssten wir den umwandeln in die kleinen. Das ist auch kein Problem. Dann gehen wir da dran, dann hat er nämlich genug Saft. Muss ja echt um tausend Ecken denken, ist Wahnsinn. Aber na gut, so ist das halt, ne? So, du kriegst volle Pulle. Dann müssen wir auch mal jetzt als nächstes unbedingt eine Feuerwehr hier hinbauen. Es geht ja nicht anders. So, das. Jetzt haben wir den da angeschlossen. Okay, dann müssen wir nochmal einen Verteiler ranbasteln. Nochmal einen Zwischenverteiler. Oder nochmal einen Transformator. Den wir da ransetzen. Okay, so ist doof. Okay, dann setzen wir den da so ran. Dann nehmen wir den hier nochmal weg. Machen das nämlich anders. Der hat jetzt den. Der kann dann nämlich direkt hier rangehen. Der kriegt den nicht. Der bleibt hier dran. Und der geht jetzt hier rum. Die Verbindung ist etwas zu scharf. Jetzt passt es aber. So, Strom ist da. Eigentlich sollte alles laufen. Dann sollten keine Stromschwankungen mehr da sein. Ja, sieht gut aus. Das klappt. Das klappt. Wunderbar. Sehr gut. So, dann können wir die nächsten Züge losschicken. Platten und Platten und Ziegel. Platten und Ziegel in die Stadt transportieren. Was haben wir denn da Feines? 3,6, dass die immer so lahm sind. 3,1, 3,3, 4,2, alles schön und gut. 4,6, 6,4, der hier ist immer noch der Beste. Ist Wahnsinn. Güterwagen. So.
Was haben wir denn da? 21 Tonnen Platten. Kies. Platten, 14 Tonnen. Kies. 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 Brauchen wir ein bisschen mehr hier. Zement kann er transportieren. Zement können wir auch wegtransportieren. Fleisch. Güterwagen und Vieh, Schüttgutwagen, Kühlung. Das ist echt alles, was wir haben hier? Das ist echt ein bisschen wenig. 21 Tonnen nur. Kann Fahrzeug auf rumfladen, ja, das soll er ja nicht. 15 Platten, na gut. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 machen wir. Wir checken das mal, wie der sich verhält. Und wenn der sich gut verhält, kriegt da einen Pumpel drauf. So, und hol da mal Platten. Laden von Platten. Entladen von Platten. Erster Stop nicht erreichbar von der aktuellen Position. Okay, weil, wieso, weshalb, warum? Du kannst... Okay, ich sehe schon. Ich habe mir aus dem falschen Depot rausgeholt. Ah! Das ist natürlich... doof. okay, machen wir es mal anders. Der muss nämlich hier drauf, auf das Gleis. Holen wir den mal da raus. Ist ja auch nicht das Problem, sag ich mal. Wenn wir den direkt abzwacken. Nicht wegreißen, bauen. Kann den direkt drauf führen. Sollte es eigentlich klappen. Okay, erster Stop nicht erreichbar. Warum denn nicht? Warum ist das Problem? Was zum Geier? Wieso bist du... Du bist doch hier drinnen, ne? Genau. So, du kannst doch eigentlich... Ach, der ist in dem Dings drinnen. Ah, verstehe. Echt das absolut verkehrteste Gleis genommen, was ich hätte nehmen können. Dann kann ich das erstmal hier wegmachen. Ja, ja, verstehe schon. Da kommt er ja so nicht rüber. Ist logisch. Sei denn, ich führe den jetzt mal hier ganz krass mal kurz hier rüber. Hier geht's nicht ganz wegen der Straße. Kommen wir nicht. Kommen wir vorher hier drüber. Ach, ist das kompliziert. Was mache ich denn bloß für Sachen? Oh, komm. Und das geht. So, jetzt müsstest du eigentlich starten können. Ich hoffe nochmal. Kannst du jetzt starten? Ja, jetzt kann er starten. Sehr gut. So, mein Kumpel, zeig mal, was du kannst. Ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Das Gleis reißen wir gleich wieder ab hier. Und ob du dann ranbringst. Und dann holen wir nämlich von hier aus für die Stadt unsere Sachen dahin. Okay, da kommt der. Dann kann ich jetzt das Gleis erstmal wieder wegnehmen. Brauchen wir nicht. War er gerade ein bisschen verwirrt. Okay, das läuft. Der wartet jetzt hier, weil... weil hier
die du erfahren kannst. Theoretisch kannst du doch fahren. Bisschen stauig hier hinten. So, lass mal schauen, was macht unser Zug. War der schon hier oben? Dürfen wir auch gerne noch mehr Arbeiter ran. Da kommt er. Bin mal gespannt, was er mitnimmt. Ziegel. Platten kommen langsam, aber ist noch nicht so die Masse, wo ich sagen würde, yay. Mal gucken. Okay, da passt da rein. Steht nicht im Signal. Warum lädt er nichts auf? Warum hat denn jetzt nichts aufgeladen? Ist der doof? Platten sind dort da. Beladen, Platten vorgefertigt. Entladen, Platten vorgefertigt. Das verstehe ich jetzt nicht, warum er nichts aufgeladen hat. Du kannst doch Platten aufladen, oder nicht? Platten, 172, könnte er machen. Hat er nicht gemacht. Das ist komisch. Lass ihn nochmal fahren. Aber mal sehen, ob er bei der zweiten Runde was mitnimmt. Mach mal. Warten bis geladen. Mal gespannt. Okay, das klappt, das ist in Ordnung, alles gut. Und jetzt müsstest du eigentlich dich beladen lassen. Ne, macht er nicht. Warum? Der hält ja noch nicht mal. IMRA Multi-Large Open. Warte mal, das ist ja verkehrt. Der hier muss beladen. Das ist nämlich verkehrt. Warte mal kurz. Mach mal weg. Moment, Moment. Also, machen dich nochmal neu. Hier hin. Und dich entfernen war. Beladen von Platten. Und dann kommst du und dann kannst du dich verpieseln. Und hier musst du entladen. Und nicht beladen. Jetzt müsste es gehen. Ja, das ist doch hier, Sakoi, genau. Mein Gott, was für ein Stress. Okay, Strom ist da und ja, da ist er doch voll. Guck mal, 172 Tonnen. Saubere Nummer. Aber es ist noch zu wenig. Da müssten wir noch mehr ranholen. Das wird nicht reichen. Nicht bei den Mengen hier. Was ich hier vorhabe. Vier Züge sollen hier fahren. Bretter, Uranium, Stahl. Man kann bei maximale Produktion pro Tag 71 Tonnen, wenn er voll ausgelastet ist. 28. Muss noch mehr ran. Ich brauche noch mehr Arbeiter. Die gehen da. Das ist nicht das Problem hier. Okay, also wir brauchen. Keine Ressourcen, es fehlt Kies. Das kann ich mir aber. Kies. Kies ist da, es fehlt Kies. Hä? Ihr kriegt doch Kies. Das Ziel ist voll, benötigt keine Ressourcen.
gibt keine Eingangsverbindung. Was? Wieso funktioniert das jetzt hier nicht? Was ist hier los? Es gibt keine Eingangsverbindung. Ich werd irre. Mein Gott, Probleme, Probleme, Alarm, Probleme. Mach mal weg. Ja, ich sehe schon, wo das Problem ist. Kein Problem. Aber das fixen wir gleich. So, das fixen wir doch gleich. Dann machen wir es mal so. Ah ja, da hat er keinen Ausgang, ne? Er hat ja keinen richtigen Ausgang. Shit, das hat sich ja gar nicht bedacht. Das ist natürlich doof. Moment, das müssen wir wieder ändern, irgendwie. Da kriegen wir dich da irgendwie dazwischen gefriemelt. Das geht nicht, so viel ist klar. Nee, da ist auch ein Ausgang davon. Das klappt so nicht. Okay, warte mal kurz. Das ist okay. Muss ich dann doch nochmal was ändern? Kein Wunder, dass das nicht so ganz hundertprozentig hier funktioniert hat. Ich muss den hier weg noch nehmen. Okay, mach das mal weg. So, jetzt brauchen wir einen Verteiler. Mod. Förderpipeline-Motor. Fördermaschine-Transfer. Also, wir haben da einen Eingang, da haben wir keinen Ausgang. Da ist ein Eingang, da ist ein Ausgang. Würde bedingt funktionieren. Bedingt. Okay, warte mal. Bedingt, wohlgemerkt, bedingt. Okay, das ist nicht optimal. Also da haben wir einen Eingang. Mehrere Eingänge. Mehrere Eingänge, aber nicht den Ausgang, den wir brauchen. Okay, das ist schon mal Schitte. Das funktioniert so. Ja, doch, das könnte funktionieren. Theoretisch sollte es funktionieren. Eingang, Ausgang, Ausgang. Nehmen wir den. Sollte klappen. Die Straße macht mir wieder Sorgen. Ja, war klar. War ja so logisch. So, passt. Wackelt halt Luft. Jetzt gucken wir mal wegen der Förderverbindung. Ja. Auch das war logisch, dass das nicht so funktioniert. Gut, dann kriegt er halt noch so. Dann muss es eigentlich funktionieren. So, bau das mal und dann sollte das. Ja, jetzt fließt sie dann ja doch mal. Jawoll. Problem gefixt. So, zack, das ist dran. Jetzt brauchen wir natürlich noch wieder die Fußgängerverbindung. Aber das ist auch kein Thema. So. Und jetzt solltet ihr auch wieder das alles soweit klappen. So, wie sieht's aus? Okay, alles voll. Hier wird nachproduziert. Das Ding ist sowieso randvoll. Hier wird jetzt auch wieder gemacht und getan. Sehr schön. So, Ziegel kommen kontinuierlich rein. Und dahin. Gebäude, wieso ist denn jetzt schon wieder Strom weg? Gibt's doch gar nicht. Kann doch gar nicht so sein. Jetzt ist wieder gut. So, ihr habt 8. 7. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufteilen. Jetzt fehlt ja echt ein bisschen Strom. Wahnsinn.
Aber wieso? Haben wir hier hinten? Jetzt fehlt hier hinten Strom. Was ist denn los? Hier ist gut. Was ist denn los heute hier? Guck mal. Das ist in Ordnung. Verstehe ich jetzt nicht. Keine Ressource, es fehlt Bitumen. Wieso fehlt hier Bitumen? Ihr seid direkt angeschlossen. Was soll denn der Blödsinn? Also normalerweise solltet ihr direkt Bitumen bekommen. Aber 0,5. Na, wir lassen das mal. Also wenn das nicht richtig läuft, dann ist das natürlich doof. So. Also hier wird schon mal beladen jetzt. Ziegel kommen mal langsam rein. Platten ist okay. Jetzt brauchen wir natürlich noch einmal... da muss von da hinten rankommen. Ja, das ist in Ordnung hier. Einen mit... den hier mit Güter für Steine, Platten, Holz, Bretter, Ziegel. Das ist echt ein Witz, was wir transportieren. Also die Dinger sind echt ein Witz. PKP hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, stop. Hier hinten. Oh, Autosave und hier entladen. So, entladen, Ziegel, beladen, Ziegel, hau raus. So, dann wird hier schon mal ein bisschen was versorgt. Aber mit dem Bitumen muss ich mich nochmal drum kümmern. Das ist ein bisschen schwierig gerade. Ich vergesse schon wieder ganz die Zeit, liebe Freunde. Das ist auch der Hammer. Ja, ich würde sagen, damit sind wir auf jeden Fall am heutigen Ende angekommen. Und wir fahren die gleichzeitig raus. Und halb beladen. Ja, ein bisschen schade. Dass hier nicht so viel los ist. Vielleicht müssen wir noch mehr auf Platten bauen. Vielleicht nochmal eine externe Dings ranholen. Die damit auffüllt oder sowas. Aber das alles und noch vieles, vieles mehr erst in der nächsten spannenden Folge. Ich bedanke mich, wie gesagt, so lange fürs Zusehen. Hinterlasst doch ein Däumchen und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von der Gaming.tv. Bye, bye.